Was bedeutet denn so ein blöder Trauschein? Die Frau, die ich liebe, bist du? Ach, du mich lieben würdest, dann würdest du mich doch nicht zu einem anderen Mann ins Bett schicken. Willst du Gregor Hausverbot erteilen? Nein, das nicht. Aber solange dieser Fall nicht geklärt ist, ist es besser, wenn Dr. Bergmeister hier nicht mehr übernachtet. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Ich dir aber. Ach ja? Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Ich kann und will nicht mehr ohne dich leben. Willst du meine Frau werden? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ich meine es ernst, Fiona. Ich will dich wirklich heiraten. Auf einmal? Aber du weißt doch, wie sehr ich dich liebe. Du bist die Frau meines Lebens. Gestern hast du doch noch gesagt, dass du nicht willst. Ja, aber als du mir das Geld hingeworfen hast, da ist mir klar geworden, was ich verliere. Das ist unser Geld. Und unsere Zukunft. Und ich kann mir diese Zukunft nicht ohne dich vorstellen. Ich will dich nicht verlieren. Ich will bei dir bleiben. Für immer. Danke, Frau Marquardt hat genug. Aber nicht von dem, was du da gerade erzählt hast. Walter. Aber nicht hier. Ich will mit meiner zukünftigen Frau allein sein. Entschuldige. Ich weiß, ich bin schon wieder zu spät. Du hattest sicher was Wichtiges zu erledigen. Herr Saalfeld wollte mich noch sprechen, da konnte ich nicht einfach so weg. Das ist schon in Ordnung, jetzt bist du ja hier. Ja. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden, fangen wir direkt mit der Choreografie an. Okay. Okay, Ausgangsposition. Langsam aufbauen. Spannung. Spannung. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, dreh um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war schon ganz ordentlich. Fand ich auch. Ja, aber wir haben noch einiges zu tun, bevor die ganze Choreografie sitzt. Samir, wir müssen wirklich trainieren. Das, was wir bisher gemacht haben, das reicht bei weitem nicht aus. Wie stellst du das Ding vor meiner Arbeit? Guck mal, du hast selbst gesagt, Tanzen macht dir Spaß und es lenkt dich von deinen Sorgen. Ja, schon, aber... Ja, das heißt also, wir trainieren ab heute 2 Stunden mehr. Das geht absolut nicht, Philipp. Du weißt, in einer Woche fängt meine Ausbildung für diese Bewegungstherapie an. Das geht einfach nicht. Bitte, 1 Stunde. Ich schaffe ja noch nicht einmal das bisherige Pensum. Komm, das ist nicht dein Ernst. Leider doch. Fürs Tanzen habe ich nicht mehr viel Zeit. War ich erleichtert, als Emma mir gesagt hat, dass sie in Felix verknallt ist. Wieso denn? Was haben Sie gegen das Mädel? Gar nichts, aber sie ist einfach nur nicht mein Typ. Ja, es gab meine Kollegin. Da war ich allerdings noch jünger als sie. Von der habe ich das Gleiche erzählt. Dabei war ich ganz verrückt nach ihr, aber sie wollte nichts von mir wissen. Sie glauben, ich wäre bei Emma abgeblitzt.
Herr Sonnenbichler, ich fahre nicht auf Emma ab. Wirklich nicht, die ist mir viel zu... Aber Ben, ist das doch überhaupt kein Kriterium. Guten Tag. Ach, grüß Sie Gott. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne ein Zimmer. Ich habe zwar nicht reserviert, aber vielleicht ist ja was frei. Schauen wir sofort nach. Natürlich. Ja, Sie haben Glück. Zufällig ist was frei. Ich liebe Zufälle. Ja. Wenn Sie mir das bitte ausfüllen würden. Könnten Sie das bitte für mich erledigen? Hier aber ist meine natürlich. Visitenkarte. Herr Decker, Diamantenhändler, das ist ja interessant. Wie lange bleiben Sie denn, Herr Decker? Ach, ich weiß noch nicht. Ich bin geschäftlich hier. Lassen Sie das Abreisedatum einfach aus. Selbstverständlich. Wenn Sie mir nur noch unterschreiben und wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, wenden Sie sich an mich. Ich hätte gerne eine Suite, falls zufällig eine frei ist. Zufällig, ja. Ben, bringen Sie das Gepäck vom Herrn Decker in die Fürstensuite, bitte. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich Ihnen. Danke. Verdammt nochmal, Samia, wenn wir dieses Turnier gewinnen, dann steht uns die ganze Welt offen. Ich hab dir doch schon mal gesagt, das Tanzen ist für mich nur ein Hobby. Ja, und was ist mit mir? Wenn du dir eine andere Tanzpartnerin suchen willst, eine, die genau dasselbe Ziel hat wie du, dann würde ich das absolut verstehen. Nein, auf gar keinen Fall. Du bist die perfekte Partnerin für mich. Obwohl ich jetzt noch weniger Zeit habe als vorher, das verstehe ich nicht. Ja, auch dann. Du oder keine. Also komm, lass uns keine Zeit verlieren. Wir fangen nochmal von vorne an. Ausgangsposition. Okay. Aufrichten. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt nochmal, was ist los mit dir? Konzentrier dich! Entschuldige. Samir, wenn wir tanzen, musst du komplett hier sein, auch mit deinem Kopf. Ich funktioniere noch mal nicht auf Knopfdruck. Komm, lass uns das jetzt hier sofort beenden. Samir, du kannst dich schon wieder im Training schmeißen. Tut mir leid, das hat jetzt so keinen Sinn. Okay. Philipp ist ja fast ausgerastet. Ich weiß einfach nicht, woher ich mir noch mehr Zeit fürs Training nehmen soll. Außerdem habe ich auch gar nicht den Kopf dafür frei. Ich kann zwar Werners Bitte verstehen, aber ich lasse mir von ihm nicht mein Leben vorschreiben. Wenn Gregor nicht mehr zu mir kommen darf, dann ziehe ich eben zu ihm. Ah, schön. Nicht besonders viel los hier um die Jahreszeit, hä? Naja, hat wahrscheinlich mit dem Mord zu tun. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Sagen Sie, der Mann, der dabei ums Leben gekommen ist, hat er in dieser Suite gewohnt? Nein. Einen schönen Tag noch. Haben Sie den Diamanten gesehen, um den es dabei ging? Nein. Und Sie können sich auch gar nicht vorstellen, wo der nach dem Mord abgeblieben ist? Ich? Nee. Nein, ich weiß überhaupt gar nichts. Ach, entschuldigen Sie meine Neugier. Sehen Sie, ich handle mit Diamanten und ich bin natürlich für jeden Tipp dankbar. Von dem Diamanten fehlt bisher jede Spur. Sogar die Polizei hat ihn nicht gefunden, obwohl die hier das ganze Hotel auf den Kopf gestellt haben. Na, wissen Sie, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil so ein großer Stein, der verschwindet doch nicht einfach. Mehr weiß ich nicht. Schau mal, da bist du und Gregor. Willst du verreisen? Ich zieh vorübergehend zu Gregor. Gefällt's dir nicht mehr bei uns? Doch, natürlich. Aber es ist wohl besser, wenn ich erstmal nicht mehr hier wohne. Warum? Ach. Hat Werner mit deinem Auszug zu tun? Er will Gregor hier erstmal nicht mehr sehen. Wie bitte? Es tut mir wirklich leid, dass euer Privattrakt durchsucht wurde, aber dafür kann doch Gregor nichts. Du musst das nicht so ernst nehmen. Werner hat sich zwar aufgeregt, aber er regt sich auch wieder ab.
Ich verstehe auch, dass es ein schlechtes Licht auf das Hotel wirft, wenn die Polizei hier ein- und ausgeht. Das ist aber auch hier mein Hotel und meine Wohnung und du bleibst hier. Charlotte, nein. Ich will nicht, dass ihr euch auch noch wegen mir streitet. Es ist wirklich besser, wenn ich erstmal nicht mehr hier wohne. Ja, herein. Frau Tarasch, der ist für Sie. Für mich? Ja. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Ich habe Sehnsucht nach dir. London ist ohne dich nur halb so schön. Groß Nico. Nico. Hast du mal einen Zettel für die Reinigung? Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Die sind für mich. Die hat ein Page gerade abgegeben. Hast du einen heimlichen Verehrer? Keine Ahnung. Es war keine Karte dabei. Gibt's einen Anlass? Ein Jubiläum? Nein, nicht, dass ich wüsste. Rote Rosen. Ist dir ja wohl klar, von wem die kommen. Du meinst von... Von wem sonst? Wieso sollte mir Simon Rosen schicken? Weil er dich immer noch liebt, verdammt nochmal. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn nicht von ihm, dann von jemand anderem. Das wird mir genauso wenig gefallen. Wie kommst du dazu, Samir aus der Wohnung zu werfen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe sie nicht rausgeworfen. Du hast dir nahegelegt, Gregor hier nicht mehr zu empfangen. Findest du es etwa gut, wenn seinetwegen unser Haus durchsucht wird? Er ist Samias Freund. Und deswegen ist ständig die Polizei im Hotel. Du weißt ganz genau, wie sehr diese Durchsuchungen dem Ruf des Hotels schaden. Es geht dir wieder mal nur ums Geschäft. Samia interessiert dich dabei überhaupt nicht. Das ist doch noch vorübergehend, bis dieser unselige Mord endlich aufgeklärt ist. Jedenfalls ist sie zu Gregor gezogen. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, warum du dich aufregst. Samia ist wie eine Tochter für mich. Und der Mann, den sie liebt, ist bei mir herzlich willkommen. Ach, Samia. Hey, deine Massageöle sind gekommen. Ah, super, danke. Ach, Sie sind die Masseurin hier im Haus. Das trifft sich ja gut. Ich hätte gerne einen Termin bei Ihnen. Den können Sie jederzeit bei uns an der Rezeption ausmachen. Mein Rücken, der bringt mich um. Ich habe wahnsinnige Verspannungen. Hoffentlich sind Ihre Wartezeiten nicht so lang. Nein, nein, wir sind ja sehr flexibel. Herr... Frank Decker. Ah, okay. Meine Mittagspause ist jetzt vorbei, also wir sehen uns ganz sicher. Es ist übrigens kein Zufall, dass ich hier bin. Ich habe von den tragischen Ereignissen hier im Hause gehört. Ich kannte Ihren Vater. Sie sind doch die Tochter von Joshua Obote, nicht wahr? Sie kannten ihn? Ja, er hat immer sehr rührend von Ihnen gesprochen. Sehen Sie, ich bin Diamantenhändler. Und Ihr Vater wollte mir die Träne Afrikas verkaufen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen, aber vielleicht haben wir jetzt eine neue Chance. Wie jetzt eine Chance? Ja, Sie sind doch die Erbe, nicht wahr? Ach, Sie denken, dass ich den Diamanten habe? Ich möchte Ihnen den Stein gerne abkaufen. Das können wir völlig diskret lösen und das muss keiner wissen. Mein Vater hat den Stein vor seinem Tod irgendwo versteckt. Keine Ahnung, wo er ist. Ihr Vater hat mir erzählt, dass er keine Geheimnisse vor Ihnen hatte. Diesmal schon. Ah, Sie wollen den Preis in die Höhe treiben. Ich habe Sie durchschaut. Egal, was Ihnen andere bieten. Ich zahle mehr. Wie ich schon sagte, die Träne Afrikas ist verschwunden. Falls Sie es sich doch noch anders überlegen, melden Sie sich bei mir. Ich bin noch ein paar Tage im Hotel. Super, dass Sie mich zurückgerufen haben. Ja, können Sie mir die CDs dann zurücklegen? Wunderbar, dann hole ich sie morgen ab. Danke. Ja, dass Sie sich im Moment freuen, kaum Koffer tragen zu müssen, das kann ich mir lieber vorstellen. Tja, von mir aus kannst du bleiben. Mir reicht ein Gast, wenn er mir so ein Trinkgeld gibt. Donnerwetter, so großzügig. Ja, dem tut es nicht weh. Als Diamantenhändler ist er im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. Was haben Sie gesagt dann? Ein Diamantenhändler?
Ja, der wollte alles wissen über den Mord an Herrn Obote, den verschwundenen Klunke. Ich habe nichts verraten. Ich weiß ja auch nichts. Aber Samir hat er auch schon belagert. So merkwürdig. Hier im Fürstenhof taucht einer auf, der hinter dem Stein her ist. Herr Gruber? Ja? Ist Ihr Sohn schon zurück? Ich mach da mal Pause. Bis später. Ciao. Felix, nee. Der kommt erst morgen, glaube ich. Ich habe mir dran gedacht, aber gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich muss meine Wohnung aufräumen. Bei mir zu Hause sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte nach dieser Hausdurchsuchung. Wenn Sie wollen, mache ich das für Sie. Oh, das ist unheimlich nett von Ihnen, aber... Es ist Ihnen unangenehm, wenn Fremde Ihre Wohnung putzen. Herr Gruber, wir sind doch Kollegen, also schon mal nicht fremd erstens, ja? Und zweitens, wie wollen Sie das denn überhaupt allein in so kurzer Zeit schaffen? Das geht doch gar nicht. Also... Einverstanden. Ich hoffe, du magst Chili con Carne. Du weißt doch, ich liebe alles, was du kochst. Dann mache ich das nächste Mal gegrillte Topflappen. Stimmt was nicht? Ist es wirklich okay für dich, dass ich hier wohne? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich ist das okay. Ich freue mich total. Das war die einzig richtige Entscheidung, Samir. Es tut mir nur so leid wegen Charlotte. Sie hat sich wieder so über Werner aufgeregt. Also ich kann Herrn Seinfeld schon verstehen. Hm. Die ganze Sache ist nicht leicht für ihn. Ich glaube, ich gehe ihm erstmal aus dem Weg. Guten Appetit. Ist nicht scharf genug. Doch, doch, doch. Erzähl. Was? Dich beschäftigt noch irgendwas anderes, nicht nur die Sache mit Herrn Saalfeld. Ja. Was ist passiert? Mich hat heute ein Frank Decker angesprochen. Er ist Diamantenhändler und er kannte meinen Vater. Ach was? Naja, zumindest behauptet er das. Und das glaubst du ihm aber nicht, oder wie? Mein Vater hat mir noch nie was von dem erzählt. Was wollte der denn? Er glaubt, dass ich die Träne Afrikas geerbt habe und er will sie mir abkaufen. Der Mord stand natürlich in allen Zeitungen. Das lockt Typen an, den Geschäft wie dann. Ja, aber ich habe ihm schon gesagt, dass ich gar nicht weiß, wo der Stein ist. Wenn er sich damit nur zufrieden geben wird. Er wohnt auch noch im Fürstenhof. Ich sag dir, der wird mich bestimmt noch öfter belagern. Ich fühle den morgen mal auf den Zahn und mach ihm klar, dass er dich in Ruhe lassen soll. Ah, Herr Decker. Fühlen Sie sich wohl in der Fürstensuite? Genau nach meinem Geschmack. Das freut mich. Wenn es irgendwas gibt, was ich für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen. Ja, ich würde gerne eine Kleinigkeit essen. Meinen Sie, ich habe die Chance, im Restaurant einen Tisch zu bekommen? Oh, selbstverständlich. Für unsere Gäste der Fürstensuite ist immer ein Tisch reserviert im Restaurant. Sehr schön, danke. Herr Decker. Ja? Ich hätte da noch eine Frage. Also, die ist eher privater Natur. Worum geht es? Meine Frau und ich, wir feiern bald unseren Hochzeitstag. Und da würde ich ihr gerne einen Diamantring schenken. Eine hervorragende Idee. Ja, und da dachte ich, weil Sie ja Diamantenhändler sind, ob Sie mir da vielleicht was anbieten könnten. Woran haben Sie gedacht? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Halbkaräter. Klein, aber fein, aber was halt doch ein bisschen was hermacht. Und jedenfalls nichts Buntes. Wie viel wollen Sie denn ausgeben? Ja, ich dachte so an 800 bis 1000 Euro. Also sowas habe ich überhaupt nicht im Angebot. Ich handle nur mit Steinen, die so ab 10.000 Euro aufwärts liegen.
Ach, so viel. Also für das, was Sie suchen, da gehen Sie lieber nach München zu einem Juwelier. Ja, dass die aber auch so teuer sind. Qualität hat eben ihren Preis. Sehen Sie, ich handle nur mit Steinen, mit großen und lupenreinen Steinen, deren Herkunft ich auch kenne. Ja, dann bleibt mir wohl nur noch, Ihnen einen guten Appetit zu wünschen. Danke. Seit wann interessierst du dich denn für Diamanten? Prost, André. Also wenn die Versöhnung jedes Mal so schön ist, dann können wir uns gerne öfter streiten. Weißt du, was ich jetzt brauche? Du bist unersättlich. Ich brauche jetzt dringend was zu essen. Ich habe einen Riesenhunger. Du nicht auch? Also jetzt, wo du sagst. Ja, komm, ich bestelle uns schnell was aus der Küche. Das übernehme ich selbst. Du willst dich doch jetzt nicht selbst an den Herd stellen. Ich will, dass meine Frau wieder zu Kräften kommt. Ich lass dich aber nicht gehen. Lass uns doch lieber noch über die Hochzeit reden. Hm? Das machen wir morgen. Aber ich will aber rechtzeitig mit der Planung anfangen. Es soll ja schließlich alles perfekt sein. Und wie sieht deiner Meinung nach so eine perfekte Hochzeit aus? Also, auf jeden Fall in einer schönen Kirche. Dann viele, viele Gäste. Und weiße Tauben. Ja, sowas habe ich schon befürchtet. Wieso, was ist denn daran falsch? Wir können nicht in aller Öffentlichkeit vor den Altar treten. Unsere Hochzeit muss geheim bleiben. Sonst können wir all unsere schönen Zukunftsträume vergessen. Ach, unsere Zukunftspläne sind mir überhaupt gar nicht mehr wichtig. Hauptsache wir beide. Ich möchte aber meinen Traum nicht aufgeben. Und ich möchte ein normales Leben führen. Ohne Geheimnisse. Wir haben schon ein Geheimnis. Den toten Joshua Ubot. Ach, hör doch auf. Ich hab doch eh schon immer diese Bilder im Kopf. Ach, wie er die Augen aufmacht und wie ich dann... Lass uns das so machen, wie ich es gesagt habe. So. Und jetzt koche ich uns was Leckeres. Guten Morgen, Herr Decker? Ja. Gregor Bergmeister, ich bin der Freund von Herrn Obotes Tochter. Sie sind ja früh auf den Beinen. Kommen Sie. Danke, meine Sprechstunde fängt gleich an, deswegen. Ich habe die Arztpraxis hier im Haus. Verstehe, bitte. Was führt Sie zu mir, Herr Dr. Bergmeister? Ich mache mir Sorgen um meine Freundin. Sie ist sehr aufgewühlt, seit sie mit Ihnen gesprochen hat. Durch mich wird sie wieder an ihren Vater erinnert. Woher kannten Sie Herrn Obote? Er hatte sich an einen Juwelier gewandt, weil er die Träne Afrikas verkaufen wollte und der hat den Kontakt hergestellt. Darf ich fragen, wieso dieser Kauf nicht zustande kam? Ich musste auf Geschäftsreise. Und als ich wiederkam, da... Wie kommen Sie darauf, dass er Mia den Stein hat? Das ist doch naheliegend, oder? Sie haben aus der Presse von Herrn Abotes Tod erfahren. Ist das richtig? Das ist korrekt. Dann haben Sie doch sicher auch mitbekommen, dass der Stein seitdem verschwunden ist. Man darf nicht alles glauben, was in den Zeitungen steht. Aber in diesem Fall stimmt es. Samia hat keine Ahnung, wo ihr Vater diesen Stein versteckt hat, Herr Decker. Wissen Sie was? Sie erinnern mich an einen Aasgeier. Herr Dr. Bergmeister, ich bin Geschäftsmann. Und wenn ich einen Deal wittere, dann schließe ich ihn auch ab. Ich bin bereit, für die Träne Afrikas 6 Millionen Euro zu zahlen. Ihre Freundin wäre auf einen Schlag eine reiche Frau. Moment. Guten Morgen, Herr Decker. Mein Name ist Werner Saalfeld. Ich bin der Direktor dieses Hauses hier. Ich möchte Ihnen eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ich hoffe, Sie genießen den Aufenthalt in unserem Hause. Das ist ja nett. Danke. Herr Bergmeister, was machen Sie denn hier? Ich habe Herrn Dr. Bergmeister kommen lassen.
Wegen einer kleinen Magenverstimmung. Hier steckst du. Wir müssen miteinander reden. Was ist denn? Probleme? Allerdings. Ja, was ist? Brauchst du einen Trommelwirbel? Was bezweckst du damit, Simon? Womit denn, Mark? Dass ich hier abtrockne? Ach, hör auf, mich zu verschaukeln. Warum schickst du Victoria rote Rosen? Ich? Ja, wer sonst? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hab ihr keine Rosen geschickt, war's das? Hör mal zu, so einfach kommst du mir hier nicht davon. Einfach, mein Lieber, ist für mich hier überhaupt nichts. Seitdem mich meine Freundin wegen meines besten Freundes verlassen hat. Naja, aber wenn Victoria jetzt schon einen heimlichen Verehrer hat, den sie dir verschweigt, blüht dir sicherlich bald ein ähnliches Schicksal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, geschieht dir ganz recht. Gib's doch zu. Du willst dich an mir rächen. Du machst dich ja lächerlich. Wenn du glaubst, ich sehe dir dabei zu, wie du dich wieder an Victoria ranmachst. Dann mal, wer hat sich denn zuerst an wessen Freundin rangemacht? Wenn ihr eine Rosen bekommen müsste, bin ich das. Als Entschuldigung. Bitte sehr. Danke. Ich hätte gern zwei Spiegeleier. Ja, natürlich, gerne. Ist das der Gast aus der Fürstensuite? Ja, Frank Decker heißt er. Herr Decker? Ja? Mein Name ist Gruber. Johann Gruber. Ich bin der Gärtner hier am Fürstenhof. Ah, nehmen Sie Platz, Herr Gruber. Was kann ich für Sie tun? Danke. Ich bin der Vater von Samia Gruber, der Tochter von Joshua Obote. Samia hat also zwei Väter? Ich bin nur der Nennvater, aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte wissen, warum Sie hier aufgekreuzt sind. Lassen Sie mich raten. Sie sind in Wirklichkeit verdeckter Ermittler und tarnen sich als Gärtner. So ein Blödsinn. Aber das kann doch kein Zufall sein, dass Sie sich für den Mord interessieren. Es geht Sie zwar nichts an, aber ich bin auf der Suche nach dem Diamanten. Sie haben nicht zufällig einen Tipp? Ich? Wieso? Na ja, es würde eine schöne Provision dabei rausspringen. Steuerfrei, versteht sich. Ich habe keine Ahnung, wo der Stein ist. Und Samia auch nicht. Denken Sie darüber nach. Wir könnten alle davon profitieren. Sie und ich und vor allem Ihre Tochter. Lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Ich will nur ein gutes Geschäft machen. Es ist schlimm genug, dass Amir ihren leiblichen Vater verloren hat. Jetzt kommen Sie hierher und wühlen alles wieder auf. Herr Gruber, wenn Sie eine neue Pflanze entdecken, gehen Sie achtlos daran vorüber? Jetzt passen Sie mal auf, Herr Decker. Samia weiß nicht, wo der Stein ist. Ihr Vater hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Dieser Diamant wird nie wieder auftauchen. Da bin ich anderer Meinung. Irgendwann wird der Diamant wieder auftauchen. Und so lange bleibe ich hier. Das sind alle Reservierungen für die nächsten Tage? Ja, nur drei neue Gäste in einer Woche. Wenn das so weitergeht, dann sind wir noch früher am Ende, als ich befürchtet habe. So schlecht waren wir noch nie gebucht, seit ich hier arbeite. Und das ist jetzt wirklich schon eine halbe Ewigkeit. Ja, das ist die schlimmste Krise, die der Fürstenhof je durchmachen musste. Also, Herr Direktor, wenn es Ihnen hilft, die Hildegard und ich, wir könnten durchaus einmal ein, zwei Monate auf unser Gehalt warten. Das ist sehr lieb von Ihnen, Alfons. Ich weiß das zu schätzen. Aber das wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Trotzdem, danke. Werner? Hier. Was ist das? Schau nach. Genau, 450.000. Kannst nachziehen. Mein Beitrag zur Rettung des Fürstenhofes. Mit den besten Empfehlungen an Charlotte. Bist du verrückt? Wir wollen mir das Geld hier zu. Du musst dich nicht so überschwänglich bedanken. Gern geschehen.
Ich wollte Decker klar machen, dass du nicht weißt, wo der Stein ist. Wie hat er reagiert? Er hat mir natürlich nicht geglaubt. Mir hat das auch nicht abgenommen. Dass sie jetzt plötzlich hier auftaucht, weiß nicht. Ich trau dem nicht über den Weg. Was ist, wenn... Wenn was? Ja, was ist, wenn Decker der Mörder ist? Wie kommst du darauf? Wenn Decker deinen Vater kannte und der ihm den Diamanten nicht verkaufen wollte. Kann doch sein, dass er versucht hat, auf andere Art und Weise an den Stein zu kommen. Und als er den Diamanten nach dem Mord nicht gefunden hat, ist er einfach verschwunden. Hat gewartet, bis Gras über die Sache gewachsen ist und taucht jetzt als Diamantenhändler wieder auf, um so an den Stein zu kommen. Ich weiß nicht, das klingt völlig absurd. Samir, jetzt überleg doch mal. Wenn diese Theorie stimmt, dann sind Gregor und ich entlastet. Erzähl das doch mal der Kommissarin. Ich wüsste gern, was die Polizei davon hält. Jetzt sag nicht, du willst selbst Polizei spielen. Johann, jetzt verrenn dich da nicht schon wieder. Lass Frau Schneider einfach ihre Arbeit machen. Hast du kurz Zeit? Klar. Ich hatte heute Morgen eine ziemlich unerfreuliche Auseinandersetzung. Mit Marc? Genau. Es ging um diese Rosen. Entschuldige, das ist ein Missverständnis. Er dachte, du hättest die Blumen geschickt. Wenn Marc unbedingt einen auf eifersüchtig machen muss, dann... Okay, aber haltet mich da bitte raus. Simon, es tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest. Die Blume hat mir jemand aus London geschickt. Eine alte Geschichte. Mhm. Warum hast du Marc das nicht einfach gesagt? Es gab einfach nicht die richtige Gelegenheit. Wenn ihr irgendwelche Probleme miteinander habt... Wir haben keine Probleme. Ja, offensichtlich habt ihr die doch. Sonst hätte er sich wohl kaum so aufgeplustert. Victoria, du hast mir schon das Herz gebrochen. Und wenn Marc damit nicht klarkommt, dass du irgendwo noch irgendwelche anderen Verehrer hast, dann klär das bitte mit ihm allein. Frau Schneider? Ja? Ich muss mit Ihnen sprechen, es gibt Neuigkeiten. Wollen Sie etwa den Lügendetektor-Test machen? Nein, aber ich weiß, wo der Mörder von dem Joshua Bote ist. Dann erzählen Sie doch mal. Im Fürstenhof hat sich ein Diamantenhändler eingemietet. Er will den Stein von dem Bote kaufen, aber ich denke, das ist nur ein Vorwand. Sprechen Sie von Frank Decker? Sie kennen den Kerl? Ich bin über sämtliche Vorgänge im Hotel informiert. Dann verhaften Sie ihn. Wie stellen Sie sich das denn vor? Mein Gott, Frau Schneider, unternehmen Sie irgendwas. Frank Decker ist ein seriöser Diamantenhändler. Ich habe ihn natürlich überprüfen lassen. Ja, aber deswegen kann er trotzdem ein Mörder sein, oder? Uns liegen Informationen vor, dass er sich zum Zeitpunkt des Mordes im Ausland befand. Also hat er ein Alibi. Wiedersehen, Herr Gruber. Oh, Samir, das war jetzt wirklich nicht gut. Du bist echt ein paar Mal aus dem Takt gekommen. Ich versuch's mal mit anderer Musik, okay? Warum ist Papa mit diesem Diamanten hierher gekommen? Dieses Ding hat uns nur Unglück gebracht. Ob Johanns Theorie stimmt? Ob dieser Decker was mit dem Mord zu tun hat? Okay, fangen wir noch mal an. Diesmal klappt's bestimmt besser. Ich fand mich heute wirklich nicht gut. Ja, ist auch kein Wunder. So wenig, wie wir trainieren.
Du weißt ja, es geht nicht anders. Samir, wir müssen mehr trainieren. Sonst wird das alles nichts. Nur wann? Ja, jetzt zum Beispiel. Wir können eine Stunde dranhängen. Genau jetzt. Genau jetzt habe ich einen Massagetermin und den kann ich nicht einfach so absagen. Die Stunde ist noch nicht zu Ende. Philipp, es tut mir leid. Ja, ich richte es der Mama aus und die meldet sich dann heute Abend bei dir. Ja. Servus, Marie. Gute Neuigkeiten? Ja, der Marie geht's blendend. Und auch sonst scheint heute ein guter Tag zu sein. Wieso? Ja, mit dem Fürstenhof geht's anscheinend wieder aufwärts. Gibt's neue Hinweise auf Joschas Mörder? Nein, das nicht. Aber die finanziellen Schwierigkeiten könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Ich habe gesehen, wie dein Schwager Werner Geld gegeben hat. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. 450.000 Euro in bar. Ich hätte nicht gedacht, dass der Konopka so viel auf der hohen Kante hat, aber wenn es dem Fürstenhof auf die Beine hilft, dann... Dann hat es also doch geklappt. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Hallo. Möchtest du auch eins? Nee, danke. Ich mach mal die Biege, ich bin fertig für heute. Oh Mist! Ich habe meinen Hausschlüssel vergessen. Ja, sag mal, ich hab dir gestern meinen gegeben. Und heute Morgen konnte ich den nicht finden. Wo hast du den hingetan? Der liegt in meinem Zimmer. Also nee, Ben, so geht das wirklich nicht. Ich wollte Ihnen den ja heute mitbringen, aber jetzt habe ich ihn ja vergessen. Dann nimm den eben, der unterm Blumentopf liegt. Den habe ich vorgestern genommen und habe ihn auch vergessen. Sag mal, wozu hast denn du eigentlich deinen Kopf? Bloß, dass dir die Ohren nicht runterfallen? Das tut mir leid. Ehrlich, es wird auch nicht wieder vorkommen. Aber könnten Sie mir heute jetzt vielleicht den Schlüssel von Ihrem Mann geben? Also gut. Aber unter einer Bedingung. Oje, das hört sich gar nicht gut an. Jetzt, Ben! Ja, okay, was soll ich machen? Also, du kriegst jetzt den Schlüssel von Alfons. Und den bringst du sofort hierher zurück. Und meinen bringst du gleich mit und deinen suchst du. Und den anderen tust du gleich wieder unterm Blumentopf. Jawohl. Selbstverständlich, Frau Sonnenbichler. Sie können sich auf mich verlassen. Ja, das will ich aber auch hoffen. Was ist das denn? Wow. Das sieht richtig teuer aus. Den hat er wahrscheinlich von dem Diamantenhändler. Wir haben nämlich bald Hochzeitstag. Ja, freuen Sie sich denn nicht? Das ist doch viel zu teuer. Nee, das muss er zurückbringen. Ich gehe gleich mal hin. Ja, also ich an seiner Stelle wäre dann gleich doppelt sauer. Warum denn? Ja, erstens, weil sie in meinen Sachen rumgewühlt haben. Und zweitens wäre ich verletzt, weil mir jemand ein Geschenk zurückgibt, das ich ihm aus Liebe gemacht habe. Samir, Decker hat ein Alibi. Ich hab's befürchtet. Ja, aber er könnte uns helfen, den Mörder zu finden. Jetzt überleg doch mal. Er würde eine große Summe bieten für den Stein. Und wenn der Mörder den Diamanten hat, dann würde er auf das Angebot eingehen. Was Besseres kann ihm doch gar nicht passieren. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden. Aber mein Vater hat doch den Stein versteckt. Das ist doch gar nicht sicher. Es gibt eine kleine Chance, dass der Täter den Diamanten hat. Und diese Chance müssen wir nutzen. Ja, und was hast du vor? Willst du Decker noch mal drauf ansprechen? Nee, aber ich werde mich an seine Fersen heften. Du willst ihn beschatten? Ich habe doch lang genug am eigenen Leib verspürt, wenn man sowas macht. Irgendwann macht er einen Fehler. Und dann schnappen wir zu. Ich weiß nicht, Johann, das ist viel zu riskant. Dafür ist die Polizei schon da. Nein, ich gehe nicht noch mal zu dieser Kommissarin. Die lässt mich doch eh nur wieder auflaufen. Ja, aber dass du jetzt Detektiv spielen willst, das gefällt mir gar nicht. Es ist die einzige Chance, den Mörder zu überführen. Zwei von euch können Feierabend machen. Die paar Gäste schaffen wir mit der kleinen Besetzung.
Hat mich mein Instinkt also nicht getrogen. Wieso? Ich habe geahnt, dass du kommst. Du hast mir kürzlich gesagt, du hättest mal wieder Appetit auf Saibling-Lachspastete. Et voilà. Dass du dich daran erinnerst, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht reden. Probieren. Du bist wirklich ein Engel. Ach, so eine Pastete kriegt doch jeder hin. Ich meine nicht das Essen. Dass du dich doch an die Abmachung gehalten hast. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich hatte das Geld zwar fest angelegt, aber zum Glück war meine Bank kooperativ. Da führst du große Zinsverluste, nicht wahr? Na, ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, der Fürstenhof kommt wieder aus der Krise. Es tut mir so leid, dass ich dir unterstellt habe, du hättest dein Angebot nicht ernst gemeint. Schon vergessen. Mir wäre es vielleicht genauso ergangen. Bist du mir nicht mehr böse? Ich würde mir vielleicht wünschen, dass wir in Zukunft mehr Vertrauen hätten. Darauf kannst du dich verlassen, André. Dann sind wir uns ja einig. Da ist noch etwas. Du verzichtest zwar darauf, offizieller Teilhaber am Fürstenhof zu sein, aber ich bestehe darauf, dich zumindest inoffiziell wie einen zu behandeln. Das heißt, ich werde dich in alle wichtigen Entscheidungen einbeziehen. Das wird Werner aber gar nicht gefallen. Er braucht es ja nicht zu erfahren. Noch ein bisschen Pastete? Jesus. Mein Glück, dass ich dich im Dorf getroffen hab. Was hast du denn da eigentlich alles eingekauft? Putzmittel. Ich dachte, du wolltest nur aufräumen. Und sauber machen. Ja, hoffentlich weiß das dein Felix zu schätzen. Es ist ja die totale Katastrophe hier. So schlimm sieht's ja nicht mehr bei mir aus. Ach komm, wir sind doch zu zweit. Das haben wir ganz schnell im Griff. Packesel, ja. Putzteufel, nein. Na komm. Ich bin für sowas völlig unbegabt. Ich habe zwei linke Daumen und beim Lappen ausfringen breche ich mir die dann auch noch. Komm, wenn du mir jetzt hilfst, dann mache ich für dich 2 Wochen lang Putzdienst bei den Sonnenbichlers. Hm? Okay. Sieht's denn oben genauso schlimm aus? Nein. Viel schlimmer. Mist! Ah, ich habe was vergessen. Ich muss ganz dringend noch mal weg. Wie, du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Mensch, morgen kommt doch Felix und dann soll doch alles schön sein. Glaubst du wirklich, ich würde dich im Stich lassen? Für was für einen miesen Typen hältst du mich denn eigentlich? Los, an die Arbeit. Au. Hat dieser Bäcker noch mal mit dir gesprochen? Nein. Gut, dann hat mein Besuch bei mir wenigstens was gebracht. Johann war auch bei ihm. Wenn er merkt, dass hier nichts zu holen ist, dann reist er hoffentlich bald wieder ab. Stell dir vor, Johann hat sich in den Kopf gesetzt, ihn zu beschatten. Was, wieso das denn? Er hat da so eine Theorie und wenn ich länger drüber nachdenke, da könnte schon was dran sein. Was denn für eine Theorie? Er glaubt, dass der Mörder den Diamanten hat und ihn dann Decker anbieten wird. Samia,
Niemand wird Decker diesen Diamanten anbieten. Warum denn? Hast du vergessen, dass ich wahrscheinlich deinen Vater erschlagen habe? Und wenn du es noch so oft sagst, ich gebe die Hoffnung nicht auf, du warst es nicht. Ich würde dir gerne was anderes sagen, aber ich war's. Und deshalb wird der Diamant auch nicht wieder auftauchen. Schließlich hatte dein Vater in seinem Zimmer nur eine Kopie. Und wo der echte Diamant ist... Ich wünsche mir nur, dass es nicht so ist, wie du es sagst. Johann soll diesen Decker in Ruhe lassen. Wer weiß, wie der reagiert, wenn er mitbekommt, dass jemand hinter ihm herspioniert. Haben Sie schon was rausgefunden? Alle behaupten, dass Obote den Diamanten irgendwo versteckt hat. Aber keiner weiß angeblich wo. Versuchen Sie, Samia Grubers Vertrauen zu gewinnen. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Und sollte sonst noch was sein? Dann melde ich mich. Hören Sie. Ich mache das nicht zum ersten Mal, okay? Abgesehen davon, ist es für Sie kein Problem, dass wir zusammen gesehen werden? Sie interessieren sich für den Diamanten, also muss ich Sie befragen. Es wurde aber auch Zeit. Ich rate Ihnen aber, sich nicht ausschließlich auf Frau Gruber zu konzentrieren. Lassen Sie mich einfach meine Arbeit machen, okay? Übrigens, der Gärtner hat Sie im Visier. Ja, ich weiß. Der klebt mir schon seit einem halben Tag an den Hacken. Er beobachtet uns. Aber bei allem Respekt, ich verstehe einfach nicht, wieso Gruber immer noch ihr Hauptverdächtiger ist. Meines Erachtens ist er einfach nicht fähig, sich zu verstellen. Aber er ist jähzornig. Und er ist derjenige mit dem stärksten Motiv. Eifersucht. Setzen wir mal wieder eine neue Stiefmutter vor. Hoffentlich bald. Wer ist denn die Glückliche? Deine Tante Charlotte. Würdest du dir helfen, wenn du wüsstest, wo der Diamant ist? Ich weiß, es klingt albern, aber für mich ist der Diamant wie verflucht. Er hat uns so viel Unglück gebracht. Und deshalb willst du den Diamanten nicht, obwohl er so wertvoll ist? Auf jeden Fall will ich ihn nicht in meiner Nähe haben. Du hast also den Job jetzt tatsächlich angenommen. Mhm. Ich fahre als Mutti um die Welt. Hör auf. Ich werde noch ganz neidisch. Also als Übergabeort eignet sich das hier gar nicht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das kannst du nicht irgendwo diskreter abwickeln?